Herzlich willkommen zu meinem 37. Kurzvideo zu Windows-Grundlagen Grundkompetenzen. Ich zeige dir jetzt, wie du die sogenannte Systemsteuerung aufrufen kannst und wie du dort wichtige Systemeigenschaften, also Haupteigenschaften, dir anzeigen lassen kannst. Das geht an und für sich ganz einfach. Du gehst zum Windows-Startmenü und gibst dort Systemsteuerung ein. Ich habe Systemsteuerung eingegeben. Es wird mir hier diese App angezeigt. Ich klicke mit der linken Maustaste drauf. Es geht hier dieses Fenster auf. Ich habe einige Dinge, die ich hier einstellen könnte. Gehe dann auf System und Sicherheit. Und habe dann wieder einige Einstellungsmöglichkeiten und wähle mir jetzt hier System aus. Und da geht dann schon hier ein Fenster auf. Und da sehe ich dann bestimmte Dinge, welcher Prozess installiert ist, welchen Arbeitsspeicher, also installierten RAM ich habe und welchen Gerätenamen, also Computernamen ich dann zum Beispiel hier habe. Ja, und auf die Art und Weise kann man dann natürlich dann einige Dinge dann weiter natürlich auch hier in der Systemsteuerung dann finden. Alternativ dazu kann ich dann mit der Tastenkombination Windows I ebenfalls mir hier Sachen anzeigen lassen. Das ist hier so die neuere Variante. Systemsteuerung ist eine etwas ältere, aber altbewährte Möglichkeit bei Windows, sich etwas anzusehen. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann sicherlich gleich wieder im nächsten Kurzvideo.